Willkommen zurück zu Fallout 4. Und wir sind auf einmal nicht mehr in diesem lustigen Steinbruch, sondern wieder zurück in Concord. Sanctuary. Hintergrund ist. Sind die Bläfflinge jetzt nicht da? Nö. Hintergrund ist daher, dass ich hier noch einen Safe übersehen habe. Und zwar diesen hier. Den habe ich ja letzte Folge schon erwähnt. Dessen habe ich jetzt schnell die Pause zwischen den Folgen genutzt, um schnell zu reisen. Ich bin ja immer noch ein Großmeister des Knackens. Genau, das meine ich nämlich. Hier ist nämlich so viel Zeug drin, in diesem komischen Safe. Den musste ich einfach mitnehmen. Den kann ich. So ein Safe kann ich nicht zurücklassen. Warte mal, nebenbei bemerkt hier. Na, jetzt. Wo wir gerade schon mal hier sind. Also man kommt hier mal so schlecht raus, dass dieses nicht Sachen verkraften. Sag mal, hier ist zum Beispiel Safe, besteht nämlich auch aus Stahl. Den kann man wunderschön verarbeiten. Und hier. Übrigens, die ganzen Plastikkürbisse stehen hier. Wir erinnern uns. Die Welt ist untergegangen kurz vor Halloween. Deswegen. Oder was ist denn eigentlich in so ein. Schrauben drin in so ein Spielzeugauto. Ich habe irgendwo auf Reddit, glaube ich, gelesen, dass sie sich die meiste Mühe gegeben haben, irgendwie den Schrauben, irgendwie den Spielzeugautos irgendwie Sinn zu geben. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum. Ob Schrauben, ich weiß nicht, ob Schrauben besonders selten sind oder ob man noch was Tolles von braucht. So, habe ich jetzt alles verarbeitet. Stahl, Stoff. So, habe ich jetzt genug Stahlstoff. Dann kann ich mir gleich noch ein paar Betten bauen, wenn ich schon mal hier bin. Ich kann jetzt noch zwei Betten bauen. Ich glaube, ich... Nee, ich kann vier Betten bauen, gebe ich. Dann machen wir hier mal einmal ein Partnerbett hier. So. Dafür gibt es ja sogar XP. Man könnte also XP farmen, indem man einfach sinnlos Sachen craftet. So, warte mal. Achso, ich habe ja so. Es sind sogar 5 Leute. Ich habe übrigens auch rausgefunden, wie man wartet. Einfach in irgendwelchen Dingen ins Betten rumsitzen. Ich level wirklich gleich. Ich gehe in die Werkstatt einlagen? Nein. Sonst fluche ich wieder, wenn ich das mal außen mache. So. Gut, dann darf wir zurück zum Staudamm. Hier in der Dickicht ausgraben, warum man sich diesen Namen auslädt. Ich habe übrigens außerdem noch gelesen, hier im Pausenmenü. Ja, der lustige Komfort. Ich habe außerdem im Pausenmenü gelesen, dass man seine Waffen umbenennen kann. Also, wenn man die ganz so lieb gewonnen hat, dann kann man den Namen geben. Das ist ganz so toll. Aber dafür, wie gesagt, später mehr. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein paar Perks für, muss leveln und generieren überhaupt. Und naja. Erstmal brauche ich Grundmaterialien, um Moppen was zu machen. Aber Überredungskunst zu leveln wäre vielleicht auch mal eine Idee, ne? Das ist. Aber da braucht man wieder Charisma für. Das habe ich natürlich ja nicht. Bin hier jetzt endlich. Hier. So, ich habe die Blubberblasen zum Glück schon gesehen am Ende der letzten Folge. Das wird mir jetzt hier relativ leicht fallen. Und es gab übrigens noch. Es gibt. Oh, warte, eine Kochstelle. Moment mal. Habe ich ja zum Beispiel in. Ich glaube in. Montserrat? Habe ich, glaube ich, ein Dings gar nicht gemacht in New Vegas. Was ja Sachen gekocht. Aber hier, das Ding ist halt, hier bietet sich das halt mega an, Sachen zu kochen. Auch wenn ich irgendwie gerade ein bisschen aus wie der letzte. Es gefällt mir nicht, dass ich so unpassende Schulterplatten hätte. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob ich überhaupt Sachen craften kann. Werde ich sicherlich noch. So, ich habe die Luftblasen auf jeden Fall im Blick. Da ist eine. Da hinten ist eine. Und ich weiß nicht, wo die erste ist. Da ist die erste. Kann ich hier einfach so ins Wasser reinspringen? Das ist sicherlich mega verseucht, oder? Oh, 3 Ratti-Sekunde. Wo soll denn hier das Loch sein? Nein, nicht das Wasser trinken. Bist du wahnsinnig? Oh Gott. Ich wollte eigentlich das Dings reparieren, aber irgendwie. Vor allem welche Luftblasen unter Wasser sehe ich jetzt leider keine mehr, ne? Hallo? Ich werde hier wahrscheinlich gleich bitterlich sterben, einfach nur an der Wie komme ich hier überhaupt wieder aus dem Wasser raus? Also so viele Lebenspunkte habe ich schon zur Strahlung verloren. So, das sind irgendwann wieder auf mit der Strahlung hier. So, und jetzt muss ich was essen. Aber ich habe übrigens noch nichts erreicht, das ist auch schön. Das kann ich hier noch essen. Blutblatt, denn die Bäuerfe. Essen wir mal. Ach, die sind ja auch verstrahlt. Oder habe ich jetzt so viele Lebenspunkte weniger durch die Strahlung? Das geht dann langsam weg mit der Zeit. Also ich verstehe die Strahlung noch nicht so ganz. So, da hinten. Da ist ein komisches Leck. Na, versuchen wir es nochmal. Brito, 1 von 3. Ja, schön, schön, schön. Können wir jetzt bitte ganz schnell wieder auftauchen? Danke. Nein, warum kann ich nicht springen? Jetzt wahrscheinlich 3 Rad ist wahrscheinlich gar nicht viel. Ich kann hier relativ lange drin rumschwimmen, weil ich möchte hier trotzdem nicht so lange in diesen radioaktiven komischen Brühe drin rumschwimmen. Komme ich irgendwie. So, jetzt bin ich wieder hier. Ah ja, na gut. Dann kann ich trotzdem abkürzen. Dann finde ich jetzt das dritte Loch nicht mehr. Da war ja offensichtlich keins, wo ich gerade war. Das Ding ist, selbst wenn so gut, dass ich jetzt hier Zeit spare beim Reinspringen, aber prinzipiell komme ich denn von da aus im Wasser auch ganz. Das ist wahrscheinlich diese Unterwasserhöhle da vorne, oder? Na, das prüfen wir gleich. Ach komm hier. Scheiße, Strahlung. Ich hab doch noch Redaway rumliegen. So, und das letzte Loch ist es? Da, wo ich denke, wo es ist? Nee, ist es nicht. Verdammt. Ist es doch da? Die Strahlung gefällt mir gar nicht. Ach, da ist das Ventil. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. So, haben wir es doch. Sprich mit Sally Martens. Ja, aber nicht.
Aber nicht bevor ich mir nicht eine Red Away reingehauen habe. Das, oh, die Strahlung, das ist wie schon die Hälfte meiner Lebenspunkte. Na gut, das war in vergangenen Fallout-Spielen war das doch noch irgendwie ein bisschen schlimmer. So, habe ich wirklich Red Away? Ich habe wirklich Red Away. Minus 300 Rad? Wie viel habe ich denn jetzt? Lohnt sich das überhaupt? Minus 300 ist ganz schön viel, oder? Kann ich das irgendwo sehen, wie viel ich habe? Das ist wahrscheinlich mein Strahlenschutz, nehme ich mal an. Daten. Aufgaben. Werkstätte. Werkstätte? Hä? Warum bin ich hier? Man kann das mit Sanctuary Hills. Ah ja. Die Retrograsstände, da ich. Achso, das ist eigentlich der Moral. Achso, die Moral sinkt jetzt auch konstant. Ja, Schutz 0. Na ja, wo soll ich denn das? Also, eine Wasserpumpe hätte ich noch bauen können, wo ich schon mal da war. Machen wir später. Wenn ich gleich mal wieder da bin, sobald ich den komischen Auftrag da gemacht habe. Eine Wasserpumpe ist tatsächlich noch einfach zu bauen. Dafür brauchen wir nur Stahl. Das ist relativ simpel. Das kann ich auch. Ja, wir nehmen jetzt unser einziges Redaway, benutzen wir jetzt, obwohl es wahrscheinlich totaler Overkill ist. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich hier mit so einem Ding rumstehe. Was habe ich gerade? Achso, es gibt eine Handy-App, aber die funktioniert bei mir nicht, weil ich habe ein seltsames Setup. Achso, es reduziert einfach wirklich nur meine maximalen Lebenspunkte, die ich habe. Oh. Okay, 300 ist doch nicht so viel, wie ich dachte. Ach, das ist der Fahrstuhl wahrscheinlich. Was man hier noch Schönes? Na gut, dann gucken wir mal, was der gute Sully dazu sagt, dass ich jetzt hier seine Pumpen. Entschuldigung? Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Das war's. Hör genau hin. Aha. Und jetzt? Was, wenn ich den Fluss hier umleite? Warum regnet das hier auf einmal? Ach du Scheiße! Myonux! Der Typ ist übrigens doch bewaffnet. Jemand muss mir helfen! Bin mit mir selber beschäftigt, sorry! Dein Gesundheit ist niedrig, benutze ein Stimpack. Ach nee, no shit. Altens. Warum ist denn hier so ein dummes Myolog-Nest? Warte mal, das wäre vielleicht besser, glaube ich. Mein gutes Karma zahlt sich aus. Dein gutes Karma? Nö, Myologs. Habe ich hier nicht irgendwas, was nicht strahlt, was ich zu essen habe? Ja, Myolog-Flash wahrscheinlich nicht, aber kann ich vielleicht. Von meinem gekochten Essen, das cool ist kein. Strahlt das überhaupt? Ich glaube nicht. So, schön. Wollte ich nicht mit ihm noch reden? Entschuldigung. Myolux. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. 50 Kronkorken. Ah ja, richtig. Den Stecker ziehen. Ja, ja. Bin ich jetzt wieder gelevelt? Aber wahrscheinlich gerade schon durchs Rumballern. Warte, also ich habe andauernd neue Agenda diesmal. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich eigentlich auf jeden Fall in der Meisterhände ist mir gerade egal. Ladykiller auch. Nee, also mal Wanderer auch nicht. Kampfhund. Tierfreund. Lokaler Anführer. Hier, lokaler Anführer scheint relativ wichtig zu sein, ist mir aufgefallen. Das braucht man, um gewisse Sachen zu bauen. Ja, niemals abgehört. Okay, inspirierend. Klammflüster. Okay. Ah ja, also es gibt hier, ganz am Ende gibt es noch Talente. Wo ist denn das hier, Leute überzeugen? Wenn das nicht bei Charisma. Was ist bei Wahrnehmung? Ne, Langfinger, Gewehrschütze. Aufmerksamkeit, wo war denn hier? Das wird euch hier sicherlich irgendwo Belauern geben. Egal, du bist übrigens gerade. Also mir ist jetzt mal wieder aufgefallen, dass Crafting werde ich vielleicht nicht nur die beste Idee ist zu leveln. Es wäre vielleicht doch besser, wenn ich jetzt erstmal hier Hacken leveln würde. Danach Schloss knacken, weil das sind so. Das scheinen so essentielle Skills zu sein, die man irgendwie dringend mal braucht. So, funktioniert die Pumpe jetzt? Läuft das hier langsam ab? Was passiert, wenn ich jetzt hier eine Stunde warte? Ist denn das Wasser denn weg? Ich warte hier mal gleich eine Stunde ab oder so. Ich muss nur kurz was zu sitzen finden. Bin ich ja mal gespannt, ob ich da noch was looten kann hier. Warum mal vor allem gerade die Myolux herkommen. Sind hier die komischen Dingens hier. Ist ja. Hier, guck mal, hier ist so eine Couch 1A. So, jetzt soll man irgendwie warten können, wenn man so einer Couch sitzt. Ah ja, jetzt Tee warten. Wie viel haben wir denn jetzt? 5 Uhr nachmittags. So, boah, dann warten wir gleich mal 12 Stunden ab. Ja. Bis zum nächsten Morgen. Oha, warten geht langsam, sehe ich. Ich darf bloß nicht so lange warten, nicht, dass mein Sohn am Ende erwachsen ist. Oh, dann ist es 5 Uhr morgens, na gut. Obwohl die Gefahr besteht sowieso, dass mein Sohn am Ende erwachsen ist. Okay, das Wasser läuft wirklich nicht ab. Wofür hat er denn diese komische Pumpe hier überhaupt angeschalten? Wenn das nichts bringt. Frechheit. Dogmeat hat was gefunden. Wo, was denn?
Ja, Dogmeat, das ist mir vollkommen... Achso, ja, der Vorschlaghammer. Ja, danke, Dogmeat, dass du den Vorschlaghammer für mich gefunden hast. Den kann ich sehr gut gebrauchen, danke. Habe ich ja zum Glück noch nicht im Inventar sowas. Ach, schön, dass es nochmal extra dran steht, dass Dogmeat was gefunden hat. Damit machen wir uns mal weiter auf dem Weg ins Ösland. Dass der Schar auch rennt, bis man aufhört, sich zu bewegen. Also, wenn man hier Umstadt loslässt, dann hört er nicht auf zu rennen. Das ist, wenn du Umstadt nicht mehr anfährst. Anklickst, würde ich sagen. Was ist das da vorne? Ich sehe noch Satellitenschüsse. Wahrscheinlich lauter Sachen, die Leute hier früher in Vorkriegszeiten überhaupt nicht gestört haben, weil sie einfach nur ein fröhliches, friedliches Leben leben wollten. Das stand zumindest so in... Was war das gerade für ein Geräusch? Was? Oh, ist der Ort hier etwas spooky? Oder ist das jetzt wie im Fallout, dass das irgendwie das wie lustige Blitze, Unwetter... So, was macht hier lustig? Was ist das? Gibt es hier radioaktive Blitze oder was? Oder ist das hier einfach nur die Zone, dass es blitzt hier kurz und dann kriege ich auf einmal ein Rad ab oder... Hä? Ein Rad ab. Wirklich. Jetzt habe ich jetzt... Was ist das? Verdammte... Ach du Scheiße! Die haben Bomben am Hintern, die Viecher. Also ich habe mir das Gefühl, irgendjemand möchte... Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Du musst mit dem Chat aufhören. Satellitenstation... Jetzt fang mich an, durchzudrehen! Satellitenstation Oliver. Also diese radioaktiven Blitze sind mir trotzdem sehr unsympathisch. Hat der mit sich alleine geredet? Ist ja wirklich nur er hier? Naja gut, die sind noch andere Leute, aber... Hm? Schreibtisch? Oh, gehe ich jetzt direkt in die Satellitenstation rein? Oh oh, oh oh, oh oh. Ob das mal so gut ist? Aha. Aha. Oh. Kann ich die Dinger... Ja, und vorsichtig. Ach, das kann ich so einfach? Ich kann so einfach Sachen entschärfen? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das voll drauf habe, so... Ohne Redex. Okay, Redex ist cool. Das ist ja echt Idiot. Ich habe 3 Redex. Ich hätte mir vielleicht mal lieber 3 Redex einwerfen sollen, oder? Bevor ich hier in Wasser geschwommen bin. Dann versuchen wir jetzt mal ein Wort. Bauer hat einen Treffer. Naja, gut. Hm, schön. Falscheintrag entfernt. Bauer hat einen Treffer. Bauer hat einen Treffer. So, haben wir noch welche Klammern hier? Ich vergesse mal, ich übersehe mal die Eckklammern. Ziemlich sicher, sondern mal. Bau hat ein Dings. Ferli hat auch ein R. Okay, Ferli fällt. Also, guck mal, nichts mit A, I, R, Dingsbums. So, Weapon hat ein A. Ist schon mal falsch. Groups hat ein R. Oder das kann es ja auch nicht sein, ne? Hä? Ach so. Oh, ich bin doof. Points? Auch nicht. Gar nichts? Also, das Ding ist, wenn wir am Anfang halt komplett falsch reden, gar nichts findest, dann ist. Habe ich noch Klammern, die ich kurz benutzen kann, wenn ich schon mal bei bin? Ich wüsste gerne, worum es um diesen Ort hier geht. Hm, die hatte ich auch schon. Eckklammern, Eckklammern, Eckklammern. Nö. Na komm, versuchen wir mal die Groups hat mal, dann versuchen wir Knights. Sperre eingeleitet. Verdammt. Ach, wieder 10 Sekunden warten. Was haben wir hier Schönes? Eine Lötlampe. Ich brauche zwar eigentlich Kupfer, aber aufbereitetes Wasser. Uiuiui, aufbereitet. Praxo. Ich brauche Kupfer, Freunde. Kupfer! Der Metalleimer ist wahrscheinlich auch nicht aus Kupfer, oder? Warum hier auch nie irgendjemand aus Kupfer, was aus Kupfer gefertigt hat. Ein Löscher, der ist bestimmt aus Kupfer. So, Heckenversuch 2. Mantel, Scares, Ferli. Also, man kann das übrigens abbrechen. Uah, null Treffer. Ernsthaft jetzt? Ist. Falschentag entfernt. Ah, toll. Die nicht genommen hatte. Was haben wir hier noch? Noch eine Klammer. Noch ein Falschantrag entfernt. Nein. Ah, klickt. Ich glaube, vorher war es so, dass man die Wörter nicht klicken konnte in New Vegas, die man, die gar nicht ging. Also diese Füllerwörter konnte man gar nicht anklicken. Dann hat man dann nicht so viel sich nicht so viel verdrückt. Also ich hätte gerne eigentlich einen Versuch zurücksetzen gehabt jetzt. Das war der einzige Grund, warum ich als erstes ein Wort geklickt habe und dann danach erst Klammern gemacht habe.
Ja gut, das ist, was haben wir versucht? Mantle haben wir versucht, das hatte keinen Treffer. Owner hat ein N an dritter Stelle, genau wie Mantle. Also können wir das schon mal schaut, hat nix. Auch kein Treffer, wirklich nicht? So, warte mal, worked hat zwei gleiche Dingens mit Dings. Body hat... Nobody hat... Auch... Ja, Nobody ist also Scars. Scars würde gehen, oder? Warte mal, worked... Jo. Auch kein Treffer, wirklich? Ach. Wirklich jetzt... Aber ich weiß nicht, das ist im Hacken, muss ich ja mal wieder warm werden. Oh, in die Terminal. Oh, das sieht hier so nach, das sieht hier noch so nach lustigen Biolabor aus. Die Musik ist. Ich sollte vielleicht mal wieder schleichen. Ich sehe da hinten noch schon wieder Leute, oder? Ah, ist noch nur Raider, okay, gut. Alles gut. Gerollter Basten Buggle. Ha, die letzte Ausgabe. Also. Scheiße, was war das? Vielleicht doch über den Schalldämpfer nachdenken. Hä? Lass mich los! Guter Hund! Jemand da? Nein, nein, hier ist niemand. Hä? Niemand hier. Niemand hier. Ich will jetzt diesen Rechner hacken. Oh, ein Klo, kann ich hier vielleicht irgendwas... Was ist jetzt hier? Paranoid, da ist nichts. Ein Pömpel. Warte mal, sitzt hier... Scheiße! Haben sie verloren. Aha. Und man kann das... Ich sollte vielleicht... Ich muss mal kurz gucken, was für eine Munition verwendet eigentlich diese komische andere Knifte, die Impro-Pistole? Die ist ja an sich an und für sich sehr ziemlich schlecht. Ah genau, die verwendet nämlich die Billigmunition, die hier nämlich jeder hat. Warte mal, ein Impro-Revolvergewehr? Wie soll das denn aussehen? Das verwendet 0,45er Munition. Das ist eigentlich gute, ne? Ich habe noch eine doppelläufige Schrot und ich verwende Schrot. Dieser Moskitofall auf Zellen. Achso, ich habe mehrere... Ah, ich habe eine bessere Impro-Pistole von, sehe ich gerade. Mit Leuchterzug und Stechervisier. Ja, die Dinger sehen halt echt genauso aus wie die Teile aus Metro. Scheint irgendwie so, also wenn irgendwie die Welt veruntergeht, dann baut man solche Waffen. So, versuchen wir es nochmal. Firing. Drei Treffer, na bitte. Das darauf kann man doch aufbauen. Auf so Sachen, die drei Treffer haben, das ist doch... Drei Treffer ist doch schon mal ordentlich. Auf jeden Fall eine Welt, in der man irgendwie was hacken kann. Ein paar Klammern finden. Wo ich immer noch der Meinung bin, dass diese ganzen Hackdinger hier nicht mehr oder weniger Glück sind, indem du einfach die richtigen Zeichen sollte mal versucht zurückgesetzt können. So, Firing hatte drei Treffer. Also wahrscheinlich was mit Inga am Ende. Vielleicht Paying? Schön. Jawohl, Paying ist es. Check im Protokoll. Okay, Sister Sergeant, was Besonderes? Captain, First, ja, okay, das ist nix. Tägliche Besprechung. Das SSIO wird die Ausrüstung in den nächsten Monaten verbessern. Wartungen werden jedoch weiterhin stattfinden. Diese Arbeit ist nach normalem Zeitplan fortzuführen. Im unteren Lagerraum ist ein Desinfektions aufgrund von Schädlingen, insbesondere Kakerlaken, notwendig. Dieses wird ab dem 25. Oktober 77 um 9 Uhr durchgeführt. Das ganze Personal hat die Stockwerke unterhalb der Station für die Dauer der Maßnahmen zu verlassen. Aufgrund der großen Menge abgefangener Signale wurde von Ort bis zum Weiteres täglich Nachrichtenoffiziere eingesetzt, die Zugang zum Nachrichtenraum benötigen. Ah ja, okay, gut. Ausschließlich Nachrichtenoffizieren, Analytiker und leitenden Offizieren gestattet. Zuwiderhandlungen werden für das Kriegsgericht gestellt. Na, da haben wir aber Glück, dass das Kriegsgericht seit 200 Jahren nicht mehr existiert. Sonst hätten wir ja noch ein Problem. Oh. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Oh, eine Mini-Atombombe. Die kann man, der kann man sicherlich noch tolle Sachen machen. Was, Bruder? Hey. Hast Angst, was? Solltest du auch nichts mehr haben. Zu sehen von ihnen. Mach mal das Sicherheitstor hier hinter mir zu. Oh, hat das gerade so, hat das gerade sich gerade abgeschlossen? Das wäre natürlich hoch. Zigaretten? Ist doch schön, dass hier, ich auch. Ist doch mal schön, dass ich immer Zigaretten einsammle. Warte da. Ah, warte mal, handeln wir, genau. Ich kann doch meinen Hund sicherlich meine Mini-Atombombe in die Hand drücken, oder? Was ist denn das? Was zählt denn so eine Mini-Atombombe? Meine Munition, mein Inventar. Also erfahrungsgemäß wiegen diese Mini-Atombomben nämlich eine Menge weg. Das wiegt gar nichts. Okay, gut, dann vergiss das Dokument. Wir behalten alles. Noch mehr. Plus das Klemmbrett, Aschenbecher. Alles mitnehmen. Könnte man ja am Ende alles verwerten hier. Warte mal, war hier noch was von Interesse? War hier noch ein Computer? Ah, ne, hier war noch ein Safe von Interesse. Warum hängt hier nicht ein Bild? 3H-Klammern, halleluja. Naja, 3H-Klammern rechnen ja fürs Spiel, wa?
Silbergabel? Wer legt denn bitte schon eine Silbergabel in den Safe? Aber wirklich. Ach, schön, wenn man sich mal so ebenso schnell in so einer kleinen Station hier verlaufen kann. Wie es sei. Verlaufen können wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Fallout 4. Das ist doch gar nicht so präzise, die Waffe. Wie er sich halt nochmal schafft, umzudrehen, bevor ich den zweiten Schuss abfeuern kann. Oh, er ist tot. Fährt auf die halbe improvisierte Pistole besteht ja aus Holz, ne? Also, der gesamte Block, also alles, was irgendwie. Naja. Überfälliges Buch. Überfällig? Also, bist du nicht verbrannt wie die anderen Dinger immer. P-Tablet. Ja. Oh, ein Army-Helm. Ich sollte mich vielleicht langsam sich auch echt mal beherrschen, also mal alles mitzunehmen hier. Na gut, wie gesagt, ich habe mich eigentlich schon lange verabschiedet. Macht's gut. Tschüss.